Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier am Odeonsplatz. Es sieht eigentlich aus wie immer. Die Leute sind wieder zurück in ihren Alltag. Ich habe mich gerade hier getroffen für einen Glückstausch und einen legendären Raid und noch einen Glückstausch. Also hatte ich hier ursprünglich nur einen Tausch geplant mit meinem Main. Und dann habe ich halt gesehen, dass hier ein Raid stattfindet. Habe ich gesagt, yo, wir können auch den Raid noch schnell mitnehmen. Dann habe ich noch einem anderen Kollegen geschrieben, dass er auch noch kommen kann, weil er ist mit meinem Kleinen befreundet und Lucky. Und die haben jetzt getauscht. Auf den anderen Kollegen warte ich jetzt noch, mit dem ich ursprünglich tauschen will, auf dem Main. Und der Kleine hat einen Lucky 100er Terrakium bekommen. Und ihr wisst, der hat letztens erst einen 100er Viridium bekommen. Der hat jetzt 100er Kyogre, wild gefangen, 100er Latias wild gefangen, 100er Lucky Kyogre und 100er Viridium wild gefangen und 100er Lucky Terrakium. Auf dem Kleinen, auf dem super saftig. Frechheit, echt eine Frechheit. Dann habe ich noch eine alte Kollegin gerade hier beim Spazierengehen getroffen, von der Uni. Genau, wo ich in den Raid reingehen wollte. Haben ein bisschen gequatscht, alte Zeiten und sowas, bla bla. Ich habe mit der studiert und, Alter, wie schnell die Zeit vergangen ist. So, Alter, es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen, aber es sind schon mehrere Jahre. Und dann hat sie noch von einer anderen Kollegin erzählt, mit der wir auch studiert haben. Und die hat jetzt einfach schon ein Kind, das schon zwei ist. Und zu verrückt, Mann, ey. Zeit vergeht zu schnell, Leute. Auf jeden Fall jetzt noch ein Glückstausch und mal schauen, was überhaupt noch passieren kann. Hoffentlich irgendwas fürs Video. Hier ist nichts los. Sehr gut für uns. Ich warte immer noch auf den Kollegen für den Tausch. Und wir haben unser Videomaterial, unseren Content. Denn der Fabian hat mir geschrieben auf Instagram. Hast du schon davon gehört, dass es zurzeit einen coolen Exploit gibt mit Raidpässen? Sorry, er hat es komisch. Die Satzzeichenstellung hat er komisch gemacht. Funktioniert so, dass du vor Ort mit normalem Pass in die Lobby gehst und direkt wieder raus. Jetzt kannst du von der Arena weggehen, zum Beispiel nach Hause und wieder in die Lobby, joinen per Remote. Pass brauchst du keinen, weil du ja schon mal drin warst. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto 5 bis 6 Arenen, wirfst schnell deinen Pass rein, überall günstiger als Remote-Pässe und fährst dann heim und arbeitest einen nach dem anderen ab. Musst du mal ausprobieren. Ja, muss ich mal testen, habe ich dann geschrieben und Herz gegeben. Ja. Das werde ich heute noch testen und am Ende des Videos werde ich euch Bescheid geben, ob das geklappt hat. Aber sehr interessant. Also der Sinn ist, du schmeißt einfach überall normale Pässe rein, bewegst dich einfach weg und dadurch, dass es halt momentan diese Fern-Remote-Funktion gibt, kann man es halt dann per Remote machen. Ich nehme mal an, das ist unten rechts in der Ecke, die Arena, der Raid und dann geht man halt da drauf und dann kann man da wieder joinen. Muss ich echt mal testen. Ich habe hier leider gerade keinen Raid in der Nähe, wo ich das machen kann. Und zusätzlich muss ich ja dann auch noch weggehen. Ich frage jetzt halt, wie weit man weggehen kann. Vielleicht meint er so, dass man zwar weggehen kann, aber die Arena halt immer noch im Sichtfeld ist. Dass man dann einfach drauf geht und dann ist man remote, aber man ist nicht remote. Wenn ihr versteht, was ich meine. Durch meinen Trick, den ich euch letztes Mal gezeigt habe, konnte man ja auch Arenen, die nicht im Sichtfeld sind, machen durch Remote Pass, indem man halt in der Arena stand und dadurch dann unten rechts angezeigt wird. Aber was er meint, ist glaube ich einfach rein mit einem normalen Pass und dann weggehen, aber immer noch in der Nähe sein, im Radius, wo man es halt per Fernrate Pass machen kann. Und dann kann man es sozusagen per Fernrate Pass machen, obwohl man nur einen normalen Pass reingesteckt hat. Ich glaube, das wollte der Zuschauer. Ja, ist auch okay. So Leute, fertig getauscht. Tauschpläne hier neben mir mal ein. Shiny Schnäppedeck. Ist aber schlecht geworden, also ich hatte nicht dasselbe Glück wie mein Kleiner. Und der Kollege hieß House of Hodor. Und das hat mich wieder an Game of Thrones erinnert. Ich habe das momentan wieder ein bisschen geschaut. Das war ja das Staffelfinale, das Serienfinale genau vor einem Jahr. Ich kann immer noch nicht fassen, wie schlecht das war. Spoiler Alert, aber es ist so unglaublich schlecht eigentlich. Auf jeden Fall, wir packen es jetzt erstmal heim und dann probiere ich das mit dem Trick, glaube ich, irgendwo zu Hause bei einer Arena. Yo, ich bin's nochmal zum Abschluss. Ich habe das jetzt probiert mit dem Raid, hat nicht ganz so funktioniert. Bin an dem Raid vorbeigegangen,
hab ganz normal den Green Pass eingesetzt und bin dann wieder rausgegangen. Hab mich dann von der Arena entfernt, also hier nach Hause gegangen. Bin dann wieder auf die Arena gegangen und ich konnte tatsächlich in den Raid wieder rein. Was heißt wieder? Neue Lobby starten zum Beispiel. Die Sache ist halt nur, also Timer ist ganz normal runtergelaufen. Lobby war zu Ende, Raid hätte angefangen. Aber ich bin dann rausgeflogen und dann stand da die Nachricht, Sie sind zu weit entfernt von der Arena, bitte begeben Sie sich näher zu der Arena, zum Raid und sowas. Also ganz normal die Benachrichtigung, wenn man zu weit von dem Raid entfernt ist. Ihr wisst ja, Radius 80 Meter, ich weiß nicht, ob der Radius jetzt auf 160 erhöht wird oder sowas während der Pandemie. Aber normalerweise muss man ja in einem Umkreis von 80 Metern zum Raid sein, damit man in den Raid reinkommt. Und sonst fliegt man halt immer raus, weil sonst Tap and Go halt, ihr wisst ja. Und ja, ich bin halt rausgeflogen. Hat zwar funktioniert, dass ich in den Raid reingekommen bin, aber danach, als er angefangen hat, bin ich halt rausgeflogen. Also das hat so nicht funktioniert. Und so einen großen Vorteil hätte es natürlich auch nicht gebracht. Ja, die Boxen hätte man dann billiger kaufen können. Also die Boxen hätte man kaufen können für die normalen Pässe. Und dann die normalen Pässe ähnlich wie ein Raid Pass, Fan Raid Pass nutzen können. Ich habe ja gestern ein Video dazu gemacht, wie sehr ich die Fan Raids liebe. Aber ist natürlich nicht dasselbe. Man muss ja immer noch echt vor Ort an der Arena gewesen sein und dann den normalen Raid Pass reingeschmissen haben. Also ist nicht ganz dasselbe. Dementsprechend, ob das jetzt funktioniert oder nicht, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Also falls es funktioniert hätte, ich hätte es wahrscheinlich eh nicht gemacht, weil so einen großen Vorteil bringt das nicht wirklich. Für eine krasse Arena Raid Tour hätte das Vorteile gehabt haben können. Man schmeißt schnell rein und schmeißt da noch rein und dann da rein und dann macht man alle direkt hintereinander per Fern sozusagen. Das wäre vielleicht schon ein Vorteil gewesen, aber Nebensache. Das war's auf jeden Fall von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.